Hallöchen zurück hier zu Tomb Raider 2 Golden Mask, dem Zusatzteil mit den völlig irren und verrückten Vorkommnissen und Abenteuern. Wir haben in der letzten Folge, ich glaube, sogar beide Geheimnisse gefunden. Ich bin mir, oh, was ist hier denn los? Gar nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben zwei Geheimnisse von dreien, was sehr schön ist, was mich sehr freut. Und wir haben wie in einer Slotmaschine einen Gegner unten in einen Raum fallen lassen, in die ich jetzt nochmal reingehe. Da sind jetzt ja die ganz aufgebrachten, hektischen Mönche am Rennen. Und in dem Raum würde ich mich halt auch gerne nochmal umschauen, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was für uns von Interesse ist, in ihren kleinen Hütten, wo sie dann drinnen gewartet haben. Nee, hier nicht. Vor allen Dingen kommen wir da oben eigentlich auch hin, wo der Typ war. Auf jeden Fall, die Panik ist jetzt wohl vorbei. Sie laufen alle jetzt wieder ganz entspannt. Keine Ahnung, wer die hier eingesperrt hat in diese Räume. Ob das alles so mit Menschenrechts vereinbar ist. Aber naja, sie sehen an sich relativ entspannt und zufrieden aus. Gerade jetzt, nachdem wir die bösen Schergen hier erledigt haben. Da oben, da liegt halt noch einer. Ich kann auch gerade nicht sehen, ob der vielleicht irgendwas an Munition oder so dabei hat. Das wäre ja zumindest ein Indiz dafür, dass wir da noch hinkommen. Ich kann aber so jetzt nichts erkennen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur goldenen Tür und gucken einfach mal da, was da dann so wartet. Man konnte da ja irgendwo runterrutschen. Wahrscheinlich ist das dann unser Weg, den wir gehen müssen. Ich speichere mal hier, damit wir im Zweifel immer noch mal zurück können. Und damit haben wir 200 Spielstände erreicht, oder? Ups, das war falsch. Ja, 200 Stück, Wahnsinn. Ist schon viel, wie ich finde. Oh nein. Wo sind sie? Ich höre hier ganz laut die Yetis stapfen. Hä, war da rechts was? Achso, da ist wieder so eine Leiter. Also man kann hier auf jeden Fall theoretisch nochmal wieder zurück, was ja schon mal gut ist. Da oben ist sogar ein bisschen Licht. Aber es ist hier insgesamt schon sehr dunkel, ne? Das muss man mal so sagen. Da hinten liegen Fackeln. Das ist sehr gut, weil die könnten wir auch. Ja, die können ruhig mal aufgestockt werden. Ah, da ist eine Leiter runter. Also das Level gefällt mir schon sehr gut. Also es erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an den dritten Teil. Hatte ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt. Und da der dritte Teil ja mein Lieblingsteil ist, kommt es diesem hier natürlich nur zugute, dass ich da Ähnlichkeiten und sowas sehe. So. Wie viele Fackeln haben wir denn jetzt eigentlich noch? 43. Ich meine, noch ist es relativ viel. Aber wir wissen ja auch, die gehen auch schon recht schnell. Oh, was mache ich denn? Ja, das war natürlich schlecht. Zu Neige. Das wollte ich gerade natürlich nicht. Ich wollte eigentlich vorwärts rennen und dann springen. Ich habe nur leider ein bisschen die Reihenfolge ja, durcheinander bekommen. Deswegen also nochmal das Ganze. Hä? Ach, ich wollte sagen, wo sind die Fackeln denn hin? Was ich gut finde, ist, dass diese komische Melodie aus den oder von den schwimmenden Inseln jetzt nicht mehr hier ist, sondern dass wir jetzt einfach nur normale, ja, keine Ahnung, Level-Melodie haben. Kann ich hier mit einem kleinen Sprung? Nee, das reicht leider nicht. Vielleicht hätte ich mich festhalten können. Das hätte ich natürlich mal austesten können, aber wir machen es einfach mal so. So, perfekt. Jetzt ist die Frage, kommen wir da oben an die Leiter?
Muss hier leider wieder alle Meter speichern, weil hier doch sehr viel Potenzial ist, in den Tod zu rennen. Es ist so fies, wenn man die Typen hier hört, aber man sieht sie halt nicht. Ach, guck mal, da unten ist Munition, die wir aber so nicht bekommen. Da müsste vorher Wasser reinlaufen. Also ist das jetzt hier der Weg zur Leiter? Dann würde ich gerne noch mal zurück hier auf das Ding. Und noch mal darüber. Und eine Sache noch mal eben austesten oder einmal nachgucken, ob ich hier noch irgendwie rüberkomme. Also da hinten auf jeden Fall nicht. Aber hier runter komme ich ja. Genau, das wollte ich noch mal eben. Man kann leider auch überhaupt nicht einschätzen, von wo jetzt die Typen kommen, ne? Also von wo die da schnaufen und stapfen. Das kann man ja nicht sagen. Das ist einfach so ein. Das könnte aus jeder Richtung sein. Irgendwie hänge ich hier gerade komisch fest. Ich kann nicht gehen. Beziehungsweise sie läuft nicht in die Richtung, in die ich sie eigentlich schicke. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Da oben sind sie. Ach du liebe Zeit. Okay. Ja, gehen wir gleich hin. Wir gucken erst noch mal, was hier vorne ist. Irgendwie spackt hier gerade alles ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. Die Steuerung. Ja, ist ja gut. Warte mal, ich will mal eben. Kann ich da stehen, theoretisch? Vor allen Dingen ist hier hinter eine. Ich sehe hier leider nichts. Ich muss mal eben hier speichern. Ich will noch mal gucken, ob ich da hinspringen kann. Das ist hier alles schon wieder so. Bisschen seltsam. Nee, hier kann ich nicht stehen. Da unten muss man aber auch irgendwie hinkommen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich. Warte mal, wenn ich jetzt hier rückwärts. Nee, da ist keine Leiter dran, ne? Ja. Ich glaube, das Feuer ist in diesem Fall sogar das kleinere Problem beim Sterben. Okay, dann war da jetzt nur einmal das Medipack. Und hier ist ja auch noch eine Leiter. Also wir haben hier ziemlich viele Leitern, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob oben oder unten jetzt zu unser weiterführender Weg ist. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Wo ja auch die Boys hier schon auf uns warten. Ja. Es ist ziemlich uncool, wenn die hier so nah sind. Weil die, genau, lauf mal weg. Weil die mich ja halt hinschubsen könnten, also runterschubsen könnten. Lauf mal ein bisschen weiter weg. Genau. So, jetzt schnappe ich mir nämlich den hier. Hä? Huch! Ja, zumindest habe ich mich schon dabei gedreht. Das hat ja super funktioniert. Vor allen Dingen, dass ich den Raketenwerfer ausgewählt hatte und der trotzdem nicht genommen wurde. Hä? Habe ich da keine Munition mehr für? Doch. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel gerade ein bisschen in die Knie. Also, ne? Dass da jetzt irgendwie ein bisschen viel passiert, was nicht passieren soll. Aber das ist vielleicht für uns auch. Wobei, nee, da oben wird wahrscheinlich nicht der weiterführende Weg sein. Ich habe jetzt erst gedacht, dass wir sonst einfach erst runtergehen und dann da die ganzen Geschichten einsammeln, die da liegen. Aber ich vermute mal, dass oben erstmal das Ganze hier weiterführt. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, wenn wir hier rausklettern gleich, dass wir nicht direkt nach vorne rennen. Weil da geht es dann schon wieder tief runter. Also ganz Yetis sind das ja auch nicht, ne? Wenn die so bräunlich sind. So. So, das hat schon wesentlich besser funktioniert. Damit hätten wir die beiden dann auch erledigt.
Schon cool, dass man hier so in solchen Höhen unterwegs ist. So in Baumwipfeln, das hatten wir so. Ja, doch, hatten wir schon, ne? Ach, guck mal, hier kann man runterrutschen. Das ist ja nett. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber es geht. Können wir gleich mal austesten, spaßeshalber. Im dritten Teil hatten wir das ja auch schon in Teilen. Gerade das eine Level, ich weiß jetzt den Levelnamen nicht, aber wo wir das Quad hatten, mit dem wir da dann ja rumgedüst sind in der Gegend. Ach, hier ist dann die andere Leiter, die dann auch nach unten führt, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz nach unten. Ich will mal hier über die Ecke. So. Ist hier auch was? Ja, hier kommt man auch runter. Allerdings auf nicht ganz so gesunden Weg. Gesunden Weg. Ich speichere mal hier. Ich will aber jetzt nochmal zu dieser goldenen Rutsche hin. Ich will mal wissen, wo das hinführt. Ob das vielleicht irgendwas in Richtung Geheimnis oder so uns bringt. Hier sieht ja alles nicht danach aus, ne? Ich meine, hier könnte man auch ziemlich gemein irgendwo noch ein Geheimnis verstecken, indem man hier in die Baumwipfel irgendwo so eine kleine Aussparung, so eine kleine Nische einbaut. Und dann da man sich dann dahin hangeln muss irgendwie. Wow! Oh gut, ich bin dem Weg. Wow, wo bin ich? Hilfe! Ja toll, eine Fackel. Oh, hä? Okay. Wir sind unten angekommen. Und zwar heile. Wäre da jetzt zwischendurch noch mal irgendwo was gewesen? Okay, wirklich viel machen kann ich hier aber jetzt auch gerade nicht, oder? So scheint es mir. Weil hier ist ja überall die Pampe. Hier komme ich ja überhaupt nicht weiter. Immerhin, ich kann wieder nach oben. Das ist gut. Und auch, ja, das einzig Sinnvolle in dem Fall. Ich hätte mal auf dem Weg, ja, so natürlich nicht. Ich hätte mal auf dem Weg hier runter eine Fackel anzünden sollen. Das habe ich so schnell gar nicht gecheckt. Weil dann hätte man eben mal gucken können, ob da vielleicht irgendwo unterwegs was gewesen wäre, wo man hätte reinspringen können. Aber mir scheint, dass wir hier noch irgendwas machen müssen. Das ist jetzt hier die Zwischenebene. Okay, hier kann ich auch nicht absteigen. Ich weiß, es ist gerade sehr dunkel. Ich sehe selber nichts. Also nicht viel. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man sogar mehr. Ich habe ja meinen Monitor immer so dunkel. Aber wir kommen jetzt eh hier oben wieder an. Jetzt kann sie die Fackel auch endlich wegschmeißen. Also bei der Leiter waren wir ja schon. Das haben wir gesehen, da ist nichts. Was haben denn die beiden Yetis hier eigentlich bewacht? Ist hier noch irgendwas gegenüber? Hatte ich hier schon geguckt? Das ist zu schräg da, ne? Da drüben. Als dass da irgendwas sein könnte. Glaube ich. Habe ich hier oben nicht sowieso gespeichert? Egal. Ich spring da mal hin. Ich gehe mal davon aus, da ist nichts, aber. Hua! Ja, es ist auf jeden Fall zu schräg. Und tot. Immerhin nicht ins Feuer. Das war so auch natürlich nicht geplant. Ich hatte nur zu schnell wieder springen gedrückt. Okay. Ich werfe jetzt nochmal die eine Fackel hier geradeaus. Da ist aber nichts. Wie geht's hier weiter? Was haben wir hier zu tun? Hier hatte ich ja auch geguckt, ne? Hier war doch nichts. Nee. Oh,
Oder war auf der Rutschbahn jetzt doch noch irgendwas anderes, was ich nicht so ganz gecheckt habe? Beziehungsweise hier. Nee, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Entschuldigung, ich musste gerade mal niesen. Ich habe es gerade noch so geschafft, mein Mikro auszumachen. Ich rutsche jetzt nochmal das ganze Ding hier. Kann man hier rüber? Nee. Uah, das war knapp. Oder rückwärts? Ich meine, sowas hatten wir ja mal im dritten Teil, dass das dann ein Geheimnis gewesen ist. Nee. Und tschüss. Also jetzt sind wir wieder hier. Ja, dann kann ich mir gleich nochmal eine neue Fackel nehmen und dann rutschen wir da dieses Ding nochmal runter und gucken, ob dann vielleicht irgendetwas auf dem Weg ist, was wir eben übersehen haben. Weil wir da natürlich etwas spontan runtergerutscht sind, wie es nicht geplant war. So, nehmen wir jetzt nochmal eine frische Fackel. Diesmal rutsche ich auch vorwärts, damit wir alles sehen. Aber es ist schon. Ah, warte mal, da hätte man. Warte mal, da hätte man springen müssen. An der einen Stelle. Hast du die Maske? Die habe ich schon wieder völlig vergessen, dass wir die haben. An der einen Stelle hätte man, glaube ich, springen müssen. Weil da war nochmal so ein goldener Weg. Also eine goldene Rutsche. Da ist man aber nicht automatisch hingekommen. So. Ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Punkt. Ich speichere nochmal hier drauf. Vielleicht reicht die Fackel hier ja noch. Ich glaube, das war hier jetzt direkt. So. Okay. Immerhin, wir sind jetzt bei Schrotmunition. Ob das jetzt so viel toller ist. Ach, guck mal, darüber könnte man vielleicht. Oder man kann hier rüber. Nee. Soll man jetzt ernsthaft hier so um die Ecke springen? Ist das so gedacht? Scheint so, ne? Ich habe gerade sonst auch keine Idee. Oder habe ich mich schon wieder irgendwo hin manövriert, wo wir nicht weiterkommen? Warte mal, das hätte klappen müssen. Vielleicht mit Anlauf. Nicht so ganz blöd um die Ecke. Das ist dann so ein komischer Sprung. Ich weiß auch nicht, ob das so. Na gut, von ganz hier geht nicht. Mit Anlauf kann es eigentlich fast nicht funktionieren, weil. Oh. Weil dafür müsste man sich komplett in die Ecke stellen, aber da kann sie nicht. Ich jetzt hier stehe und dann springe, also so, das funktioniert ja nicht. Ich meine, hier könnte ich mir ganz Anlauf holen, wobei. Ich probiere es einfach mal so. Ah. Aha. Ist es ernsthaft so gedacht? Irgendwie kommt mir das nicht so ganz richtig vor. Aber es hat funktioniert. Von daher ganz falsch kann es auch nicht sein. Zumindest ist hier Level. Also hier müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Das so viel steht fest. Huch, was ist da denn los? Die Klappe ist gerade irgendwie. Es sah irgendwie aus, als wenn die ständig auf und zu klappt. Tatsache. Hä? Ich glaube, dass hier jetzt gerade das Level einfach ein bisschen spackt. Oh, da scheint jemand zu sein. Oh, hallo. Ja, kommt nur her. Ich habe Geschenke für euch. Ich bin heute in Schenklaune. Also so viel Spaß dieser Zusatzteil auch macht, und das macht er wirklich. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der Tomb Raider gerne spielt und die Möglichkeit hat, dieses Spiel zu bekommen in irgendeiner Form, das auf jeden Fall zu machen. Also das macht schon unheimlich Spaß. Aber man muss auch sagen, die Level sind schon ein bisschen verrückt. Ich frage mich halt auch, wahrscheinlich weiß es irgendeiner von euch, ich könnte es natürlich einfach googeln, aber
Ich mag es natürlich auch, wenn ihr einfach Ahnung habt und das einfach mal schreibt, warum eigentlich es diese Zusatzteile gibt. Sind das Level, die am Ende oder wo am Ende entschieden wurde, ja, die sind an sich ganz cool, aber die passen nicht ins Gesamtkonzept rein oder sind die einfach irgendwie ja, aus anderen Gründen vielleicht irgendwie rausgefallen? So ein kleines Feuerwerk, weil es so schön ist. Oder was ist da der Grund, der Hintergrund dieser Level? Oder hatte man einfach irgendwie Ressourcen übrig und hat gesagt, ach komm, dann machen wir jetzt einfach nochmal hier ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das hier eine Stachelgrube. Würde mich schon interessieren, weil ich sag mal, gerade diesen Teil hier, klar, den hätte man vielleicht im Tibet-Bereich im Abschnitt irgendwie mit einbauen können. Ja, du sollst eine Fackel nehmen. Aber ja, weiß ich nicht. Also so ganz passt es ja nicht. Naja, vielleicht weiß es ja einer von euch und mag mich oder uns, falls sich andere das auch fragen und auch nicht nachgeschaut haben, einfach mal aufklären. So, jetzt wissen wir, dass hier gleich der Kollege kommt. Kollege Schmalfuß, Hallöchen. Und dass wir hier ein bisschen vorsichtiger rennen sollten, also gehen. Da liegt aber zumindest nichts drin. Ich weiß nicht, warum ich nicht über einen Shortcut gegangen bin, aber egal. So, was haben wir hier? Uah. Ah, Munition. Und die ganzen schönen Fackeln, die hier gerade drauf gehen. Es tut mir schon ein bisschen im Geldbeutel weh, also im. Ja, nee, im Geldbeutel nicht, aber im. Ihr wisst schon. Es tut einfach weh. Da ist auch eine Klappe im Boden, die sich jetzt. Hä? Wow. Was ist ihr Problem? Warum klappt sie zu und auf? Oder auf und zu? Ich will nochmal eben hier zurück. Hatten wir jetzt hier alles gesehen? Also wir wissen jetzt, dass wir auf diese Klappen auf jeden Fall nicht drauf sollten, weil die jederzeit, also sind unberechenbar, die könnten jederzeit zuklappen. Da oben. Keine Ahnung, warum man das einbaut. Also irgendwie wirklich sinnvoll ist das nicht, oder? Oder verstehe ich das jetzt einfach noch nicht? Ah, da oben. Warte mal, da unten kann man da rein? Oder ist da überall die goldene Pampe? Ja, überall goldene Pampe. Gut, man könnte da oben da ran, wobei, nee, das ist ein bisschen weit. Hier oben standen wir schon, meine ich, oder? Nee. Irgendwo ist aber hier auch noch meine Leiter, da, genau da. Oder standen wir doch schon? Haben wir nicht hier die Uzi-Muni aufgesammelt? Doch klar, hier waren sie schon. Genau. Ich hatte nämlich dann hier schon diese kleine Schräge gesehen, aber die führt ja nur runter. Also da kommen wir nicht weiter. Heißt, wir gehen jetzt hier mal weiter. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nichts übersehen habe, also geheimnismäßig. Leiter.
auch nichts, wo man vorher irgendwie abspringen könnte oder sollte, wahrscheinlich. Nee. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass man ja eigentlich auch viel mehr mit den Pistolen einfach mal als Fackelersatz. Aha, da oben scheint noch mal sich was zu öffnen. Da ist aber gerade noch zu. Das heißt, da kommen wir noch hin. Ach, was hier denn? Ja gut, kriechen können wir hier ja noch nicht. Das ist ja hier das Blöde. Wow, Mädchen. Mädchen, also Löwe, wollte ich eigentlich sagen. Oder Tiger. Nee, Leopard. Und jetzt habe ich auch noch ausgerechnet diese Pistolen. Oh, drei Stück. Oh nein. Wo ist der dritte? Da. Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ich habe ja noch 19 Medipacks. Kann ja auch mal was nehmen hier. So. Ein bisschen ressourcensparend hier getötet. Also unter Einsatz der Pistolen. Oha, hier scheinen wir noch ein bisschen Spaß zu haben. Also hier sieht es auf jeden Fall nach viel. Oh, wir sind ganz oben angekommen. Aus, was hier noch auf uns wartet. So, aber wo sind wir jetzt hergekommen? Wo war diese kleine Klappe? Nicht Klappe, oder ja doch, Klappe, die noch nicht offen ist. Bin jetzt gerade durch diesen heftigen Kampf, der keiner war, völlig verwirrt. Wo kamen wir jetzt her? Hier, genau, kam hier von der Seite. Okay. Genau, hier war dieser, wo man durchgucken konnte. Auch M16, ne, haben wir auch eigentlich viel zu wenig genutzt, finde ich. Die ist halt auf Distanz, ist die halt echt super. Ach so, und das öffnet jetzt die Klappe. Aha. Könnte theoretisch ein. Ich dachte, da kommt was angerannt. Ein Geheimnis sein. Ich mache ich mal hier drauf. Wir gehen einfach mal hin. Vielleicht ist das ja ganz schnell abgefrühstückt. Wir hatten ja da hinten noch gesehen, da waren ja noch mehr Leitern. So, wir nehmen jetzt aber jetzt erstmal eine andere Waffe hier. 53 Schuss für die Schrotflinte. Ich glaube, so viel habe ich eben keinen Tomb Raider-Teil jemals gehabt. Ach, sind wir wieder am Anfang? Wir sind hier wieder am Anfang. Hier will ich aber noch gar nicht hin. Ich habe nämlich das Gefühl, uns fehlt noch ein Geheimnis. Momentchen, das geht aber nicht. Wie kommen wir denn jetzt wieder darüber? Wie das hier? Nee, ich wollte eigentlich mit. Ja, okay. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich noch über die Schrotflintenmunition so erstaunt war. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe in keinem Tomb Raider-Teil jemals so viel Schrotmuni gehabt. Am Ende vor allen Dingen. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich glaube, dass ich auch in allen Teilen zusammen, na gut, darf wahrscheinlich schon eher, aber weiß ich nicht, also das ist schon enorm viel. 53 Schuss. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig viel. So, kann man hier irgendwo rüber? Ja, könnte man, aber dann stirbt man. Irgendwo muss sich jetzt noch ein Geheimnis verbergen, der goldene Schädel. Ich habe das Gefühl, dass die Geheimnisse hier aber schon in der festen Reihenfolge versteckt sind. Also, dass man immer erst die Münzen, dann diese Barren und zum Schluss den Schädel findet. Also, es ist so mein Eindruck. Ich meine, hier haben wir ja jetzt noch ein Spielfeld oder einen Bereich, wo wir gucken könnten. Also mehr als genug Leitern, damit hier auch viele Leute auf einmal klettern können. Das war wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum man das gemacht hat. Hä? Oder ist das jetzt hier Levelende? Weil hier eine Maske eingesetzt werden kann.
Warte mal, kann ich hier irgendwas sehen? Hä? Warum haben wir jetzt gerade so viele Optionen hier? Ich finde das nicht gut. Ich bin gerade dezent verwirrt. Wir haben hier tausend verschiedene Optionen, wo wir hin können. Da oben war ein Hebel, aber wie kommen wir da hin? Gut, vielleicht ist hier um die Ecke eine Leiter. Hier ist ein Medipack. Oder macht das auch wieder irgendwas? Oder ist hier irgendwas unsichtbar? Sind hier wieder irgendwie so unsichtbare Blöcke, wie wir das schon im zweiten Teil mal hatten? In, weiß gerade gar nicht mehr, welches Level das war. Ich teste mal eine Sache. Die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber dann haben wir auf jeden Fall noch genug Zeugs für die letzte Folge dann halt beim nächsten Mal. Ich will nur eine Sache testen, weil woran man erkennen könnte, ob da ein unsichtbarer Boden ist. Nee, ist nicht. Zumindest nicht hier. Oder die Maske ist gar nicht dafür da, um irgendwie. Oder finden wir das Geheimnis doch da bei dem, beim Anfang des Levels? War da noch irgendwas, wo wir nicht hinkonnten am Anfang des Levels? Ja, ich würde sagen, das finden wir einfach in der nächsten Folge raus. Ich glaube, wir werden uns jetzt schon, oder wir nähern uns jetzt schon mit großen Schritten dem Ende des Levels zu, aber es scheint ja doch noch ein bisschen was zu entdecken zu geben. Und ja, das schauen wir uns dann einfach gemeinsam beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und ja, macht's gut. Bis dann und ciao.